Also die Frage war, muss man demjenigen, der schlecht zu einem ist, mit gutem Benehmen begegnen? Okay, ja, richtig, weil, das haben wir gestern erwähnt, wir haben erwähnt, dass Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat im Koran, begegne der schlechten Tat mit einer guten Tat. Begegne der schlechten Tat mit einer guten Tat. Sodass derjenige zwischen dem dir und ihm Feindschaft entstanden ist, dieserjenige, der durch dein gutes Benehmen, also nochmal, Allah subhanahu wa ta'ala sagte, begegne der schlechten Tat mit einer guten Tat. Denn damit wirst du denjenigen, der dich als Feind behandelt, zu einem nahen Freund umwandeln. Deswegen sagte Muhammad Ali al-Hashimi, er sagte, die gute Behandlung kann einen, der dir grob gegenübersteht, dich schlecht behandelt, zu einem guten Freund umwandeln. Ich gucke noch mal, was er, diese genaue Aussage von ihm, die war auch, mashallah, sehr genau. Also nicht gleich sind die gute Tat und die schlechte Tat, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Während einer Tat, die besser ist, die schlechte Tat ab, dann wird derjenige, zwischen dem und dir Feindschaft besteht, so als wäre er ein warmherziger Freund. Und dann sagte er, rahimahullah, wenn Böses stets mit Bösem erwidert wird, dann wird das Ergebnis starker Hass und bitterer Groll sein. Also, wenn man die ganze Zeit nur jemanden, der einen schlecht behandelt, auch schlecht behandelt, wenn man die ganze Zeit jemanden, der einen grob behandelt, auch grob behandelt, dann entsteht Hass und Groll zwischen den Menschen. Wenn das Böse jedoch mit Gutem beantwortet wird, dann wird das Feuer des Hasses auslöschen, die Menschen beruhigen und ihren Groll beseitigen. Zwei verfeindete Menschen werden wahre Freunde werden, wenn einer von ihnen ein gutes Wort spricht oder den anderen mitfühlend anlächelt. Da habe ich euch das Beispiel gebracht von der Eröffnung von Mekka. Die Quraysh, sie haben den Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam schlecht behandelt wie kein anderer. Und als er Mekka geöffnet hat, hat er sie gefragt, was denkt ihr, was ich mit euch machen werde? Dann haben sie gesagt, du bist ein Edler, Sohn eines Edlen. Und dann sagte er zu ihnen, ihr seid frei, geht. Geht, ihr seid frei. Das heißt, der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam ist ihren schlechten Taten, nicht nur eine schlechte Tat, sondern mehrere schlechten Taten, mit einer guten Tat begegnet. Und zwar hat er sie was? Freigelassen, Sallallahu Alaihi Wasallam. Er hätte sie auch als Gefangene nehmen können, die Kämpfer unter ihnen töten können, die Frauen als Sklavinnen nehmen können und so weiter, weil er war Führer, Sallallahu Alaihi Wasallam. Aber das hat er nicht gemacht. Er hat sie freigelassen, Sallallahu Alaihi Wasallam. Er hätte auch, wie ich gesagt habe gestern, wie die Perser und Römer und, zu der Zeit, er hätte auch die ganze Stadt Mekka in Schutt und Asche bringen können. Abgesehen davon, dass Mekka heilig ist und so weiter. Aber ja, die Römer und Byzantiner, wenn sie Städte eingenommen haben, haben sie oft die ganze Stadt in Schutt und Asche gelegt. Und die ganzen Menschen getötet, ohne Sinn und Zweck. Es war ganz normal. Und es war so, dass damals im Mittelalter, vor die Neuzeit anfing, damals war es so, wenn ein Tyrann gewesen ist und alles besitzt hat und einfach getötet hat, wurde er nicht getadelt. Er wurde dafür nicht getadelt. Es war gängig bei den Menschen. Und das macht den Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam nochmal besonders, dass er in so einer Zeit trotzdem gerecht gewesen ist. Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya dhakir al-ashab, kum mutaddiban. Ya dhakir al-ashab, kum mutaddiban. Wa'arif azeema manazil al-ashab. Hum safwatun rufi'u bi sohbati ahmada. Wa bidhaka qad khussu min al-wahhabi.